Fantastic. Guten Tag, liebe Leute, willkommen zur zweiten Folge Let's Play Albion Online. Das ja, Sandbox MMORPG von Sandbox Interactive und ja, King Fred ist nach wie vor unterwegs und ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen weiter mit dem Spiel beschäftigt. Wir sehen da gerade mein Inventar. Ich habe leider erst alles voll mit den mit Lederrüstung, also Lederkopfschutz, Lederrüstung, Lederschuhe, einfaches Schild und einfaches Schwert, weil ich war gestorben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war gestorben und dann gibt es so zwei Optionen, die Option 1 wiederbeleben, Option 2 sterben. Da habe ich diverse Male wiederbeleben geklickt, habe ich ein einziges Mal sterben geklickt, da waren meine ganzen Sachen weg. Was fehlt mir hier denn? Kalkstein. Was brauche ich denn für Kalkstein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen es unten schon an meinen Fortschrittsbalken. Ich habe bald Ressourcen im Wert von 2400 Ruhm gesammelt. Wir gehen jetzt mal eben durch und schauen, was wir noch machen können. Ah, hier kann man noch andere Sachen machen. Ab heute Messer des Anfängers. Habe ich das schon? Ja, ab heute Messer des Anfängers habe ich schon Accessoires. Tasche des Novizen. Ah, ein bisschen fehlt mir noch. Da fehlt mir noch ein bisschen einfacher Stoff. Dafür brauche ich noch Baumwolle. Das holen wir uns gleich noch. Bett des Novizen. Erhöht Bewohnermaximum im Haus um 1. Na gut, das sind alles noch so Sachen, die wir noch machen müssen. Steinhammer habe ich. Ansonsten habe ich... Wir können es sogar, glaube ich, schon machen. Ich habe ja eben noch Baumwolle gepflückt. Im Grunde bräuchte ich nur einfachen Stoff. Kann ich denn jetzt endlich mal hier was machen? Die Ressource erschöpft. Kupfer bräuchte ich da auch noch vielleicht. Müssen wir hier gucken. Einfacher Stoff. Sehr gut. Ich glaube, wir können uns gleich schon so eine Tasche machen. Dann haben wir, glaube ich, mehr Platz zur Verfügung. Hoffentlich. Ansonsten, hier war noch Baumwolle. Baumwolle noch eben abernten. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir auch... Es ist wieder Nacht geworden. Wir gehen gleich mal raus. Ja, Auszubildender Sammler. Ich habe es geschafft. Ich habe die Fähigkeit erlernt. Und wir sehen es auch schon hier rechts. Rechts sehen wir auch schon diverse Sachen. Also mit... Hier, ich klicke mal drauf. Kann ich mit R, kann ich mich, meine Wunden heilen und abklingen lassen. Mit auf D mache ich mich immun gegen Massenkontrolleffekte und auf F werde ich schneller. Das heißt, wenn ich draußen bin, kann ich schneller laufen. So. Kalksteinblock, wo war ich denn eben? Ah, Holz kann ich auch noch. Stimmt, Holz kann ich auch noch verarbeiten lassen. Habe ich das schon gemacht? Lauf. Birkenholzpflanzen, genau, habe ich schon gemacht. Habe ich schon in meinem Inventar. Das ist schon mal sehr gut. Wo war das denn eben? Ich wollte den Rucksack haben. Ich glaube, das war hier eins weiter. Ich glaube, hier war das. Ich glaube, hier war das unter Accessoires. Umhang, was macht denn der Umhang? Sehe ich das irgendwo Werte? Okay, warte mal. Tasche. Fertigen. Juhu, wir haben eine Tasche. Weiß zwar nicht genau, was das macht. Was hat das denn hier? Erhöht die Maximalmenge, die du tragen kannst, um 24 Kilogramm. Geil, wir haben jetzt gerade mal vom Gewicht, da sehen wir rechts... Hier, auf der rechten Seite haben wir das gesehen. Moment, Inventar öffnen. Ich habe gerade mal 45% des Maximalgewichtes getragen. Schon mal ganz gut. Bogen brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich würde sagen, wir gucken mal eben auf die Karte, wo da noch was abgeht. Ich bin aktuell dort. Wo gehen wir denn mal hin? Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung... Sollen wir Richtung Norden gehen? Ich würde sagen, ja. Stadtgeborene... Mal gucken, hier ist auch noch überall was. Also entweder nach Norden oder nach Norden oder nach Süden. Das sind so die beiden Sachen. Ich würde aber sagen, wir gehen mal nach Norden, da ist noch relativ viel, was wir noch erkunden können. Ich werde das jetzt aber mal eben offscreen machen, weil man immer relativ lange läuft. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, ich bin jetzt mal ein Stückchen gelaufen und wir gucken jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier mal ein bisschen was, ja, ein bisschen was an Ressourcen holen. Hier ist zum Beispiel schon mal ein bisschen Rohstein, also ich brauche Stein. Was ich aber besonders brauche, ist Kupfer. Kupfer brauche ich, um daraus Kupferstangen zu machen und um daraus dann Rüstung zu machen. Das ist halt so das Prinzip, ja, des Spiels, würde ich mal sagen. Hier sehen wir schon eine Kupferstelle, die schon abgeerntet wurde. Du willst, also das Spiel ist im Grunde, ich habe bisher 1% vielleicht aller Sachen gemacht, die man in diesem Spiel machen kann. Das ist einfach, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich bin echt gespannt, wenn das Spiel dann rauskommt für, wenn es dann wirklich mal rauskommt für alle, für die mobilen Geräte. Ich will das so gerne auf meinem iPad spielen, es wird noch ein bisschen dauern, aber schon mal ganz cool, dass ich auf jeden Fall die Version schon mal spiele. Oh, ein Wolf. Okay, der hat mich letztes Mal richtig übel kaputt gemacht. Ich habe aber diesmal meine Spezialfähigkeit. Komm, Wolf. Also ihr seht, wenn ich auf Q drücke oben, dann kann ich die Spezialfähigkeit machen. Wenn ich auf, ja, D, Masseneffekte hat er jetzt nicht. Deswegen wird der Wolf jetzt gleich kaputt gehen. Sehr gut. Jetzt bräuchte ich das ab heute Messer des Novizen. Was ich natürlich noch nicht habe. Das sind halt immer so Sachen, ne? Du musst dich immer Schritt für Schritt verbessern. Ist hier noch was dran? Kupfererz, jawohl. Wir holen uns ein bisschen Kupfererz. Dann kann ich mir gleich auf jeden Fall schon mal eine bessere Rüstung machen. Ich nehme einfach mal immer alles mit, was ich so finde. Also Birkenholz, normales Holz, Steine.
und so weiter. Dann nehmen wir immer alles mit. Ein bisschen Fell natürlich auch noch. Vielleicht können wir uns dann irgendwann sogar noch einen Bogen machen. Den hatte ich letztes Mal schon, aber bevor ich dann in die ewigen Jagdgründe geschickt wurde. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich will eigentlich in dieser Folge mal ein bisschen generell auf das Spiel eingehen. Ich muss sagen, es macht definitiv süchtig. Es hat wirklich sehr, sehr viele coole Aspekte. Ich habe jetzt noch keine Gilde gegründet. Das sind alles noch so Sachen, ja, die noch vielleicht auf mich zukommen, die noch vielleicht noch von mir gemacht werden können. Ich weiß nicht noch, wie viele Folgen ich jetzt hiervon noch machen werde. Weil ja, irgendwann soll es ja auch mal Anfang des nächsten Jahres für iOS rauskommen oder beziehungsweise dann generell rauskommen für alle. Ah, das wird ein Spaß. Also richtig viel. Ah, was? Warum nehme ich denn nur die Hälfte mit? Vom Kupfererz. Nimm nur die Hälfte mit. Da ist noch einiges hier an Kupfererz. Nehmen wir eben mit. Und sehen wir schon. Journeyman Adventurer. 8270 von 9000. Bedeutet, wenn ich das habe, dann habe ich wieder eine Fähigkeit oder eine Aufgabe abgeschlossen. Ich laufe jetzt einfach mal hier rüber. Laufen wir jetzt hier runter. Und gucken mal, was wir noch so alles machen können. Wie gesagt, Open World. Bedeutet, du kannst machen, was du willst. Ja, Wolf, genau. Komm wieder her. Ist klar, Wolf. Komm wieder her. Ich kann ihn leider noch nicht kaputt machen. Ihr seht es, ich drücke immer ab und zu mal auf Q, damit ich ihn kriege. Und jetzt sehen wir mal meine neue Fähigkeit. Passt mal auf. Jetzt sehen wir mal meine neue Fähigkeit. Auf R. Kann ich noch nicht im Kampf. Ich bin noch im Kampf. Ja, jetzt kann ich mich nämlich heilen. Jetzt sehen wir mal oben links, wie schnell meine Lebensattribute sich wieder füllen. Da kommt schon der nächste. Will schon der nächste Wolf auf die Fresse haben. Ja, kommt alle her. Ihr könnt alle was auf Oma haben von mir mit meinem Schwert. Du fügst Wolf Schaden zu. Ja, sauber, so muss das auch sein. Jetzt ist der Wolf nämlich gleich tot. So ein bisschen Kupfererz da. Ja, Kupfererz auch noch. Ein bisschen Birke noch. Und dann müssen wir mal gucken. Also am Anfang ist, glaube ich, immer... Warte mal, am Anfang. Was war denn nochmal am Anfang? Axt des Anfängers und die weiteren Sachen sind dann immer des Novizen. Das heißt, du kannst dann damit viel schneller abbauen. Zum Beispiel mit der Spitzhacke des Novizen kannst du dann viel schneller das Kupfererz abbauen. Oder mit dem Schwert des Novizen kannst du halt mehr Schaden zufügen. Wir drücken jetzt mal MR, damit ich mich mal eben heilen kann. Und dann bauen wir noch ein bisschen Kupfererz ab. So. Ich müsste jetzt aber gleich auch genug haben. Dann können wir eigentlich mal wieder gucken, ob ich dann schon mal ein bisschen wieder mir was zusammenschustern kann. Also eine Rüstung. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? So ein bisschen mehr Rüstungspunkte wären ja nie verkehrt. Wir gucken aber mal noch hier oben. Und Abenteurer. Oder beziehungsweise Gegner habe ich auch schon gefunden. Das sind so Gesellen, die wollen dir ans Leder. Und das ist nicht so ganz so gut, wenn du auf die triffst und nicht vorbereitet bist. Dann kriegst du nämlich ganz ordentlich auf den Sack. So wie ich das schon gehabt habe. Dann bin ich nämlich gestorben. Vielleicht haben wir noch das Glück, da oben könnte vielleicht noch was sein. Ich laufe da jetzt mal hin. Und auf... Auf F kann ich übrigens schneller laufen für eine gewisse Zeit. Das ist nämlich sehr praktisch. Dass man für eine gewisse Zeit sprinten kann. Hier komme ich allerdings jetzt nicht weiter. Da komme ich nicht weiter, weil da ein Berg ist. Komme ich da irgendwie anders noch her? Ich glaube nicht. Komme ich hier irgendwie hoch? Wenn ich da irgendwie hochkomme, dann könnte... Aber hier bin ich aber auch hergekommen. Das ist natürlich auch nicht so ganz so. Ja, wir laufen. Da laufen wir in die andere Richtung und gucken mal, was da noch so für Abenteuer auf uns warten. Ja, ich will auch so ein Pferd haben. Das dauert aber noch, bis man das kriegt, glaube ich. Das dauert noch. Wir nehmen noch ein bisschen Stein mit. Ich bräuchte noch ein bisschen von diesem Kalkstein. Mal gucken, wo ich den finde. Aber hier, wir sehen schon, der Rohstein geht halt, weil es die unterste Ressource ist. Genauso wie das Rohholz. Geht das schon relativ leicht zu ernten. Während halt andere Sachen, wie zum Beispiel das Kupfererz, noch ein bisschen länger dauern. Ja. Ich kann euch ja auch mal zeigen, wie groß die Welt ist. Das wird euch dann vielleicht ein bisschen überraschen. Hier bin ich jetzt gerade im... Ach, hier bin ich jetzt im Dorf. Hier bin ich jetzt wieder in einem anderen Dorf. Und die sind mir zum Glück freundlich noch... Ah, hier ist es jetzt auch wieder ein bisschen laggy, weil die echt ultra viele Spiele aufeinandertreffen. Aber wir gucken mal. Ich will eigentlich zu so einem Schmiedestand, um mir mal eben wieder was zu basteln. Hier, was ist denn hier? Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein paar Sachen durch. Gildeninsel brauche ich jetzt erstmal nicht. Was haben wir hier noch? Gildenbanner? Alter, ist hier viel los. Muss mir auf jeden Fall merken, wo ich hergekommen bin, damit ich gleich wieder zurück kann, um mir noch was zu schustern. Was haben wir hier denn? Ah, hier sieht es doch gut aus. Reparieren. Sieht alles noch gut aus. Sieht alles jetzt nicht so aus, als müsste ich da irgendwas reparieren. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich gehe jetzt mal eben wieder zurück. So, wir haben das Journeyman Adventure abgeschlossen. Sehr gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Und können jetzt erstmal zurücklaufen in unser Dörfchen und können mal gucken, was wir da noch so raus machen können. Ich habe ein bisschen Kalkstein noch gesammelt. Ich habe noch ein bisschen... Was war das andere nochmal? Kupfererz, glaube ich, ne? Kupfererz gemacht. Gesellenjäger. Töte Kreaturen im Wert von 12.000 Ruhm.
Wenn du den Bogen des Novizen trägst, da sehen wir schon, ich hatte ihn schon, habe ihn dann natürlich wieder leider verloren. Oh, wir haben einiges jetzt. Abbruchhammer des Gesellen. Dadurch haben wir jetzt einige Sachen freigeschaltet. Das ist schon mal ganz gut. Dadurch schaltest du die Sachen frei, die du dann benutzen kannst. Ja, das ist schon mal gut. So, jetzt laufen wir eben zurück. Es ist noch ein etwas weiterer Weg. Aber wir sind jetzt da. Ich kann immer noch nicht sprinten, weil das noch nicht... Das kann ja halt immer nur alle paar Sekunden kann ich das mal nutzen. So. Was kann ich hier denn nochmal? Da ist der Stall. Ich gehe jetzt mal eben noch ein paar Sachen durch. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas benutzen können. Reparieren brauche ich nicht. Wir gehen mal eben zu... Nein. Kein Rohholz. Ich will eben zu meinem Schmiedetisch, damit ich da mal gucken kann, was ich da noch baue. Was ist hier denn? Feuerstab des Novizen. Nein, da fehlt mir eine Kupferstange. Kann ich gleich machen. Wir können uns den Feuerstab bauen. Hier. Na, Breitschwertrüstung hier. Oh, da kann ich auch schon einiges machen. Ha, ich weiß nicht, ob ich eine Rüstung nehmen soll oder das andere. Ich weiß nur, ich muss jetzt auf jeden Fall eine Kupferstange schmelzen. Komm, komm her, geh weg. Kupferstange. Ich habe 25 Stück. Mehr als genug, das heißt, ich kann den Feuerstab machen und ich kann auch eine Rüstung machen. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Mach. Das dauert. Jetzt habe ich sogar noch eine übrig. Noch 3 Stück und zack, zack, zack. Und wir können jetzt ein bisschen sprinten und können uns jetzt den Feuerstab... War der hier? Nee, das war hier nicht. Wo war denn der... Ah, der Feuerstab ist hier oben. Ich bin sehr gespannt. Feuerstab des Novizen. Was haben wir denn da? Ein Feuerblitz ist okay und anzünden. Setzt einen Gegner sofort in Brand. Fertigen. Kann ich ihn denn auch benutzen? Ja, wir haben den Feuerstab des Novizen. Sehr gut, ja. Das läuft doch schon mal. Kann ich sonst noch was bauen? Kann ich noch eine Rüstung bauen? Rüstungen. Nein, hier kann ich nur diese Scheiße bauen, weil ich die ganzen Kupferstangen ausgegeben habe. Ja, sind wir auch schon am Ende von Episode 2 von Albion Online. Winfried, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer Folge Albion Online. Und ja, wenn ihr das Spiel laden wollt, der Link ist in der Beschreibung. Macht's gut, bis dahin noch einen schönen Sonntag. Tschüss.